Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. Wir werden jetzt mal schön was spielen. Und zwar dieses wunderbare Spiel hier. Stardew Valley. Wir laden mal das Spiel neu. Und zwar nehmen wir Tiffik ganz unten auf dem Italo-Hof. Schon drauf. Das wird eine schön lange Aufnahme. Knapp 3,5 Stunden. Oh, es wird so schön. So. Die Weihnachtsfeiertage sind jetzt durch. Ich hoffe, euch hat es wirklich sehr gut gefallen. Huch! Nein. Bevor wir den Brief lesen, werden wir jetzt auch noch mal schöne Sachen lesen hier. Oh, das wird echt toll. Mal sehen, wie viele Tage wir eigentlich schon da sind. Gut, dass wir das hier, hier die Katze, gut, dass wir den Grund hier oben hingemacht haben. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 150 G. Findelohn. Auftrag annehmen. Verlorene Axt. Fisch. Gotteslachs. Ruf mich nochmal Gotteslachs. Ich glaube, es war. Süßwasserfisch. Finde ich doch mal einen Kaulbarsch. Ein Süßwasserfisch. Was kommt hier rein? Mühe kommt hier rein. Was ist das hier noch? Thank you.
hier das hier nochmal nehmen. Jetzt werden wir nochmal schauen müssen, wie viel Kupferbarren wir haben insgesamt. Weil dann können wir auch nochmal schön eine Sache hier upgraden. Ich glaube, wir brauchen mindestens 5. Oder so? So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Kaulbarsch. Ach. Komm, gehen wir mal unten an den See lang. Jetzt ist die Frage, was die Axt ist. Ich habe vergessen, wie ich hier runterkomme. Hier lang war das. Gar nicht in Ordnung. Nur gut. Okay. Pfui, es stinkt! Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ja. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. In einer gruseligen Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Irgendwas darin bewegt sich. Süß. 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 So, wenn wir eine Runde angeln. Einfach nur süß. Mal sehen, ob wir hier mal diesen Fisch fangen können. Ich hoffe doch. So. Schwarzbarsch. Was bräuchte ich? Ach. Och, Mann. Gotteslachs. 3. Warum hat man es jetzt so wild? Crazy. Okay. So. Na, hübsche Frau? Lee, es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in dieser Gruppe, wenn du weißt, wo man sie suchen muss. Ich weiß, wo ich Lauch finde. So. Okay, dann kommt die Brille. Sie braucht eine Brille. Sehen, ob wir jetzt hier was Schönes fangen werden. Ein Kaulbarsch. Schon wieder. Okay.
jedes Mal. Meine Güte. So ein Mist aber auch. Wir sollen gleich essen. Come on. So, ach komm. So. Inventar ist voll das hier. Weg. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Das hier weg. Wilder Meerrettich. Da. Die fette Axt. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sicher danach. Jo. 13 Energie. Energie! Das Museum ist zu. Aber wir laufen jetzt mal hier hin und werden nochmal versuchen, an dem anderen Fluss da den Fisch zu fangen. Schwarzbarsch. Das kriege ich definitiv nicht mehr hin. Vielleicht 17 Uhr. Jo, und so. Mist. Die Museumsspende haben wir doch noch geschafft. Wir kommen nicht mehr hier oben hin, ne? Hier oben hin rein, um 14 Uhr zu. Ja, 16 meine ich. Letzter Tag. Des Lachs. Den ganzen Müll können wir schon mal abgeben. Das jetzt. Oder wegschmeißen. Noch brauchen wir es nicht. Morgen. 19 Uhr, also andere Zeit, andere. Ja, nochmal eine grüne Alge. Kann ich gleich das hier nochmal trinken und die grüne Alge essen? Wegschnabulieren. Ach komm, und zwei Gotteslachs noch, komm. Ein bisschen. Jo. Und die Joja-Cola trinken. Süffel, süffel, süffel.
Vielleicht ist er dann nochmal im. Wie heißt das? Na, wie heißt das? Im Pub. In der Bar. Vielleicht ist er da nochmal dann am Ende. Hoffe ich doch. Komm mal, und zwei Gotteslachs will ich doch nur. Schwarzbarsch. Das blöde Schwarzbarsche. Ich will doch nur den Gotteslachs, Leute. Noch zwei Stück. Come on. Noch ehrlich? Unfassbar. Unfucking fassbar. Grünalgen essen. Dann hier noch mal ein Stückchen. Hoffentlich kriegen wir das noch hin. Das Angeln dauert immer so lange. Schwarzbarsch. Aber gut. Das war zu spät, glaube ich, für den Gotteslachs. Mist. Aber gut, wir werden sehen. Come on! Scheiße. Gehe ich gleich mal nochmal hier hin. Ich war es viel zu spät für den Gotteslachs, aber gut. Mist. Ich habe jetzt leider nur einen gefunden. Sollen wir nochmal einen Kaulbarsch, den wir eventuell abgeben können? Im Haus. Die laufen zum Glück nicht ab, die Lebensmittel hier. Die frischen Fische. Nee, komm. So, wir werden jetzt nochmal ins Haus gehen. Hier ist das hier ins Gemeindezentrum. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das Robinchen drin? Kann ich nicht in die Angel gehen? Die Axt. Gunther? Nein. Schade. Pam. Gott, los auf den Mund. So, ja. Jetzt kann ich das Ding, glaube ich, lesen. Ja. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, dann am nächsten Tag Robin die Axt geben und zum Zauberer. Dann habe ich das mit dem Spielstand verwechselt mit dem von der Tochter meiner Schwester. Weil beim Zauberer waren wir gemeinsam schon. Ein bisschen irritierend. Gut, jetzt erstmal Heierchen machen. Hayabubu machen. Verlorene Axt. Robin hat überall danach gesucht. Scheinbar nicht. So. Schwarzbarsch. Haben wir den Schwarzbarsch schon? Was haben wir denn schon an Fischen? Schwarzbarsch haben wir. Den Gotteslachs haben wir. Haben wir den Kaulbarsch? Ja. Jetzt können wir den Krempel verkaufen. Das hier lege ich mit rein.
Das gebe ich morgen ab mit der Axt. Danach. Oh, die Katze. Ja. Fett. 300, fast 300 Gold. Cool.